Und damit hallo Neswig, kommt zurück. Hier bei Far Cry 4. In der letzten Folge haben wir uns hier den ersten Turm geholt. Und ich habe jetzt für mich beschlossen, weil ich in letzter Zeit eigentlich nur mit Gamepad gespielt, dass ich es jetzt wohl auch wieder mit Gamepad mache. Mal schauen. Ob es dabei bleibt oder ob ich dann wieder was dran ändere. Durchsuchen nicht möglich, Beutetasche voll. Aha, ihr seid Touristen oder was? Komm ich hier nicht hoch? So ist es doch gar nicht. So. Ey, ich war noch gar nicht so weit. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Gib weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat. Ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So. Mhm. Jetzt haben wir so einen zweiten Waffenslot, ja? Aber die Pfeile kann ich trotzdem nicht nehmen. Trifft dich mit. Wo sind eigentlich die Karte hier? Du. Dorf Barnapur. Und da soll ich hin, oder was? Na gut, dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal irgendwas jagen. Haben wir auch einen Bogen, alles klar. Aber er ist jetzt auf dem Mem-Slot. Aber gut, dann. Nix. Spann abbrechen, laufen. Mal schauen, wann wir andere Slots bekommen. Was ist denn das noch weg? 100 Meter. Da sind wir ja gleich da. Trifft dich mit Kanaren. Da hängt ein Zettel an der Tür. Mein Bethaus. Selbst sie will ich zu meinem heiligen Berg bringen. Und ist mir jetzt zu viel zu lesen. Man kann auf das Dach klettern. Interessant. Und das sind Bilder. Stabiles Radio. Tut mir leid, aber sowas muss ich immer ausprobieren. Deine Viecher schauen aber nicht so sonderlich gesund aus. Solltest du vielleicht mal weniger saufen. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich
Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Ja, aber mal, siehst doch meine... Moment. Interessant. Oh, da geht's ja noch runter. Das ist ja ein richtiges Lager hier. Mit Pfeilen und... Was zu lesen. Mein Freund, ich weiß, dass viel verlangt ist, dich in diesem Kampf uns anzuschließen. Aber nach Paganimins Verrat müssen wir Stellung beziehen. Kyra darf nicht länger Ausländern erlauben, seine Zukunft zu diktieren. Ich weiß nicht, was die Götter mit uns vorhaben. Nun, da Pagan Kyra geteilt hat. Aber ich weiß, dass Widerstand unsere einzige Option ist. Mein tief empfundener Dank gilt sowohl dir als auch Kanan für eure unablässige Unterstützung. Mogen, ist das unsere Mutter oder unser Vater? Ich habe keine Ahnung. Also, Pfeil. Ach, das ist das, was da so komisch tut. Für Symbol für alles voll. Dass man hier alles kaputt schlagen kann. Lass mich mal hier rauf. Dann gehen wir mal Wölfe jagen. Moment, eine Kiste? Nee, doch nicht. Ups. Durchsuchen nicht möglich, Beutetasche voll. Ja, das ist dann eher suboptimal. Sauberer Kill, doppelte Ausbeute. Aber wenn ich die nicht plündern kann... Ach, das kann ich wieder plündern. Okay. Habt ihr nicht so. Voll, voll, voll. Wie viele von dem Viechzeug muss ich eigentlich umlegen? Zwei Stück, oder? Ja. Da hinten ist alles voll davon. Alles klar. Na gut, das wäre sogar vielleicht mal sinnvoll. Ups, das war ein bisschen schnell. War hier hinten nicht auch noch was? Doch. Und das da scheint dann wohl der Bau zu sein von dem Viechzeug, ja? Zerstöre den Wolfsbau. Na, dann werden wir das mal versuchen. Wieso hat der nicht gezählt? Toll. Das suchen nicht möglich. Beutetasche voll. Geld nehmen. Jeden Sch... Was interessiert mich das Schwein? Ja, aber wie soll ich jetzt das... Ernsthaft? Oh Gott, ich bin so schlecht. Ja.
Fähigkeiten? Haben wir denn irgendwas Möglichkeit mit mehr Platz? Nein, natürlich nicht. Herstellung. Geldbeutel, Beutetasche. Samba-Fell. Ja, schlecht. Kann doch hier nichts herstellen. Und Zeug wegschmeißen kann ich scheinbar auch nicht. Das ist irgendwie suboptimal, weil ich kann jetzt die Quest hier nicht abschließen. Also habe ich den doch gut getroffen. Der sah nämlich aus wie... Aha, Brandpfeile, Sprengpfeile. X. Ich glaube, der ist zerstört. Was jetzt aber irgendwie nichts an der Tatsache ändert, dass ich das Viehzeug nicht plündern kann, weil meine Tasche zu klein ist. Lass mich mal kurz... Mal schauen, Karte. Ja, von mir aus, das hilft mir ja nichts, wenn meine Taschen voll sind. Also, dass man da nicht mal drei Sachen mitnehmen kann, ist ja schon ein bisschen albern. Wo ist denn der Shopping-Kanal hier? Ja, ja. Schnellverkauf. So, das heißt, jetzt muss ich wieder zurück nach da hinten. Und erstmal die Quest neu annehmen, weil die ist jetzt abgebrochen, dadurch, dass ich hier bin. Weil ich keinen Platz in meiner Tasche hatte. Also sowas ist ja albern. Bal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Kann ich den Krimskrams nicht überspringen? Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat und ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ja, ich hab's kapiert. Sie müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Also nochmal hinter... mich halt da vorbei. Nochmal hoch zur Oma. Und dann nochmal Wölfe umlegen. Und ich habe gesehen, dass man aus Wolffellen hier drei Stück ein besseres Ding machen kann. Aber Schweine hat man doch auch für irgendwas gebraucht. Für was brauchte man Schweine? Schweinehaut für einen größeren Köcher. Braucht man eins oder zwei? Bin mir nicht sicher. Ernsthaft. Ist jetzt nicht dein Ernst.
Es nervt mich ja jetzt schon. Also, Pfeile brauche ich nicht nachladen. Kann ich einfach so benutzen. So, Oma. Fuck. Also nochmal. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Ja. Dann probieren wir es einfach nochmal. Interessant ist, dass ich das, aua. Voll aufgeschlagen. Jetzt hör doch mal auf. Bin nicht schlecht. Schwein kann ich natürlich nicht plündern. Doppelte Ausbeute sind dann zwei, oder? Theoretisch. Damit kann ich aber nur einen Waffengurt herstellen. Ist egal. Jetzt braucht er schon Schabrackfell. Rothund, das waren die blöden Viecher, die uns vorhin so angegriffen haben. Reiche den Aussichtspunkt. Erreicht. Sagen wir jetzt nochmal, dass ich muss jetzt hier schön alles hier zoomen. Ups, bisschen schnell. Ja. Okay. Gezoomt ist erledigt. Markiert ist auch erledigt. Also nochmal auf Anfang. Ich glaube, das ist Absicht, oder? Dass der immer wegläuft. Weil das ja jetzt schon wieder so war. Ist ja noch einer. Ja, komm, jetzt hör halt auf. Oft soll ich denn jetzt noch schnell A drücken? Das gibt's ja gar nicht. Wo bin ich denn? Hier oben. Ernsthaft? Voll in den Arsch geschossen.
Irgendwie treffe ich den gerade nicht, kann es sein? Da war jetzt. Dich kann mich auch plündern. Altes Geld, Bogen. Was ist mit dir hier? Jetzt hat. Nummer 1. Ja, ist ja jetzt gut. Alles mitnehmen. Ich hoffe mal, ich finde irgendwann eine Option, um das auszumachen, weil das gibt mir jetzt... Sein Rumgejammer gibt mir ziemlich auf den Sack. Das dürfte nicht nur ein sauberer Kill gewesen sein, das war meines Erachtens ein Kopfschuss. Ja, hallo? Ja. Den Kollegen hier noch durchsuchen. Flasche Bier ist immer wichtig. Da haben wir das Dingenskirchens zum Kaputtmachen. So. Alles erledigt. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Egal. Ist erledigt. Und dann ist es erledigt. Aber was soll mir doppelte Ausbeute bringen, wenn ich so viel gar nicht tragen kann? Schade, dass ich dieses Schwein hier nicht plündern kann. Mhm. Achso, das ist nur so eine rote Strickjacke. Und die Oma ist weg. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Oder nein? Ach, die ist jetzt hier. Ja, nehmen wir mal den Schnaps weg. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Was? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Der nächsten was? Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Ja, super. AJ, geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte.
Das L steht dann wohl für Longinus, hm? Unbekannter Ort. Beutekiste. Gehen wir mal da hin. Da unten. 500 Meter. War ja klar. Wie sollen wir denn da entspannt jagen können, wenn das Viechzeug immer abhaut? So wird es aber nichts mehr mit dem guten Fellhelm. Ah ja, klar. Ich brenne, glaube ich. Wo ist das Schwein denn? Da oben. Otter. Gefühlt 20 Pfeile, ja. Und wer bist du? Ich kann dir viele. Viel haben wir nicht zu verschabbeln. Und die brauche ich. Maxi-Binde. Das klingt sowas von falsch. Keine Aufsätze. Ach, es geht noch weiter da unten. Toll, Flammenwerfer. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Wenn du noch irgendwas brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Schwein für Lau. Dankeschön. Öffne das Herstellungsfenster. Munitionssport. Ach, das ist auch beides mit Schweinen. Ja, tut mir leid, aber dann nehme ich erstmal hier das da. Ich bräuchte auch eine größere Dings, aber da brauche ich höchstens ein Bachfell. Keine Ahnung, was das für ein Fell sein soll. Nach all den Jahren sieht man trotzdem jeden Tag was Neues. Wie den Fels da. Moment. Nee, den kann ich schon. Mach doch mal den Steiner weg. Endlich. Ja gut, dann kommen wir da wohl erst in der nächsten Folge hin. Dann sage ich jetzt mal für dieses Mal danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bardasch.